So also, ja. Okay. Ja. App. Mhm. Okay. Wird ja eine spannende Sendung heute. Ja, absolut. Wladimir Kaminer, Bestsellerautor. Jetzt bei das. Du bist dran. Ha! Herzlich willkommen bei das. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Zwei Seelen in einer Brust, private Russe, beruflich deutscher Schriftsteller, so beschreibt sich unser Gast selbst. Außerdem war er Hippie und Dissident und ist heute eine Mischung aus Botschafter und Beobachter. Sein Spezialgebiet der Alltag und jetzt auch die Pandemie. Wladimir Kaminer, schön, dass du da bist. Bestsellerautor. Danke für die Einladung. Ich bin nach wie vor Hippie und Dissident. So innerlich. Diese Rollen möchte ich auch nicht ablegen. Bei dem Hemd habe ich das heute auch so ein bisschen gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, du kommst in so einem dunkelblauen oder grauen Anzug, so was Schlichtes und dann... Ich suche, neue Zeit erfordert neue Konzepte, auch neue Bekleidungskonzepte. Ja, ich finde, das macht dich sehr jung, wenn ich das sagen darf, so dynamisch. Ich bin auch jung. Deshalb wahrscheinlich, damit man es auch sieht. Ich bin 54 geworden, ja, jetzt im Sommer. Ein Jahrgang, wir beide. Ja? Ah, ja. Cool. Und ich habe gesehen, du kommst ja aus der Hauptstadt. Hast du da schon irgendwas von Wahl gespürt, so richtig? Also ist da die Stimmung schon, brodelt es langsam? Merkt man das in wie vielen Tagen jetzt? Wir haben sehr, 12 gewählt wird? Sehr viele Plakate. Also an jedem Baum, an jeder Straßenlaterne ist alles voll. Meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht, ob alle diese Menschen in einen Bundestag reinpassen. Und war sehr enttäuscht, als ich ihr erklärte, dass da höchstens nur einer vom Baum in den Bundestag kommt, wenn überhaupt. Weil bei uns in der Sowjetunion gab es keine Plakate von Menschen, die nicht gewählt werden. Ja. Also absurd auch. Warum? Also wenn Plakate, dann schon für die tatsächlich dann weiter regieren. Sonst wäre das eine totale Verschwendung von Papier. Weißt du denn schon, wen du wählst? Oder hast du schon Briefwahl gemacht? Also IKEA wähle ich nicht. Die hängt auch an jeder Straßenlaterne. wenn sonst... Ja, ich weiß, wenn ich wähle. Ich möchte irgendwas Radikales, Antikapitalistisches wählen, aber etwas, was auch Chancen hat, tatsächlich. Oh Gott, da bin ich ja gespannt, auf wen du kommst. Ja, weil es wird sehr wenig darüber in diesem Wahlkampf gesprochen, was eigentlich wir alles nicht haben werden in dieser postpandemischen Zeit. Zum Beispiel? Wir müssen uns reduzieren. Und das wird, glaube ich, der Wohlstandsgesellschaft also nicht wirklich gefallen. Ärgerst du dich jetzt ein bisschen, dass du nichts gekriegt hast, als du dich hast impfen lassen, Wladimir? Naja, es wird ja noch eine Auffrischung der Impfung geben. Und ich glaube, bei einer Pizza wirst du nicht bleiben. Was denkst du? Ich denke so an die Waschmaschine. Die Russen haben damit angefangen mit Eis. Da hat jeder Eis bekommen, der sich impfen ließ. Und trotzdem sind sie noch immer bei 12 oder 14%. Warum? Das ist Misstrauen grundsätzlich. Misstrauen an die Regierung, Misstrauen an etwas, was es für umsonst gibt und noch ein Eis dazu. Da kann ja, da muss irgendwas nicht stimmen. In Deutschland frage ich mich auch, warum nach wie vor fast ein halbes Land nicht geimpft ist. Ich habe jetzt einen Anruf bekommen von russischem Radio. Sie haben gesagt, im Auftrag der Bundesregierung sollen sie auch auf Russisch jetzt mit prominenten Russen ein Video drehen. Russen, impft euch. Die Türken haben es schon gemacht. Die haben locker 12 Prominente zusammengestellt. Fußballer, Rapper, Geschäftsmänner, die das gemacht haben. Und bei den Russen, sagte mir der Radiodirektor, die sind alle verrückt. Ich finde keinen einzigen, der sich impfen ließ. Aber du hast mitgemacht. Ja, nee, ich habe gesagt, Mensch, natürlich müssen wir das machen. Ja. Wir können ja dieses wunderschöne Land den Türken jetzt nicht überlassen. Hallo, Russen, impft euch. Hast du denn Sputnik aus Heimatverbundenheit? Wieso das? Ja, russischer Impfstoff kann ja sein. Nein, ich beschreibe das auch in meinem neuen Buch. Ich schreibe ja an einer Corona-Trilogie. Mhm. Und jetzt ist gerade das zweite Band erschienen. Da beschreibe ich meine Impfung. Das ist eine ganz alte, das ist die Hausärztin meiner Mutter, wo ich die Impfung gemacht habe. Eine alte Praxis aus der Zeit der DDR noch. Und die hatten eine solche feierliche Stimmung reingebracht. Die haben alles so aufgeputzt.
Klar, seit 30 Jahren kommen da die gleichen Patienten mit gleichen Krankheiten, bekommen die gleichen Rezepte. Und jetzt plötzlich konnten sie eine lebensrettende Vakzin verteilen für auserwählte Menschen. Eine Dose wurde aufgemacht für 6. Wir waren ja 6 für eine Dose. Standen noch draußen, wurden so reingerufen. Ich fühlte mich wirklich bei einer unglaublich wichtigen Aktion dabei. Wie eine große Zeremonie. Wir reden übrigens gleich noch über das, was du noch alles in der Pandemie erlebt hast und was in deinem Buch steht. Und hier ist es, wir haben es ja schon angesprochen, die Wellenreiter, der zweite Band der Trilogie. Also es kommt noch eins, es gibt schon eins. Und da ist so ein Gartenzwerg im Rettungsring. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und vielleicht an Geschichten aus dem neuen Deutschland. Ja, das heißt, in diesem Buch wird erzählt, wie wir über diese Pandemiewellen geritten sind. Die Pandemiewelle, wie wir die geritten sind. Wie bist du sie denn geritten, so ganz persönlich? Oh, sehr unterschiedlich. Ich habe gerade auf dem Weg zur Sendung in meinem Buch geblättert und kam auf diese Weihnachten-Kapitel, wo uns 57 Mal 3 Nüsse für Aschenputtel. Das stimmt. Nee, 57 Nüsse waren das. 19 Mal haben sie den Film gezeigt, insgesamt 57 Nüsse. Meine Mutter hat es gezählt. Ihre Freundin hatte tierische Angst, dass sie Corona hat, weil sie nichts mehr riechen konnte. Das ist Inge aus dem Buch, die ich kennengelernt habe. Ja, die hat meine Mutter angerufen und gesagt, ich rieche nichts. Na, hol dir da was aus dem Kühlschrank. Alles, was sie im Kühlschrank hatte, roch nach nichts. Ja. Weil sie einfach solche Lebensmittel kaufen, die nach nichts riechen. Welche Tomaten, die kaufen halt, die riechen halt nach nichts. Hast du Seife und sowas? Und sie hatte nichts in ihrer Wohnung, was wirklich einen Geruch hatte. Das ist so furchtbar. Und dir persönlich, wie ging es dir? Also das war jetzt Oma und Tante, aber wie waren deine Stimmungen? Ich meine, es ging ja nichts, ne? Keine Lesungen, auch bei dir nicht und keine Auftritte. Die Filme haben mich gerettet. Ich habe Filme gedreht. Mhm. Man durfte das, also wir durften natürlich unter Einhaltung strengster Hygienemaßnahmen durften wir nur drehen. Nur getestete oder geimpfte Personen interviewieren, keine vorläufig Gesunden, sowas nicht. Ja. Und mussten uns selbst natürlich jeden Morgen auch ein Stäbchen mit dem Stäbchen in die Nase bohren, aber es ging. Und da hatte ich die Möglichkeit, durch dieses pandemische Deutschland zu reisen und zu sehen, wie das Land auf diese neue Situation reagiert hat. Wie es so ein bisschen verrückt war, also einfach anders als vorher. Ja, eine ganz neue Situation. Normalerweise, was passiert normalerweise in den Büchern? Da drehen ein paar Menschen durch in einer stinknormalen Welt. Und wir hatten genau umgekehrte Situation. Stinknormale Leute in einer durchgedrehten Welt. Ja, wollten ganz normal weiter, wie schon immer. Aber das ging nicht. Deine Mutter, wie hat die das verkraftet? Die ist ja schon, wie alt ist sie jetzt, deine Mama? Sie wird dieses Jahr 90. Ja. Mit Tante Inge zusammen? Mama hat sie war von Anfang an sehr dafür, dass die Welt sich impft. Und sie hat sich unglaublich gesteigert im Schachspiel. Sie hat noch nie so gut gespielt, glaube ich, durch Corona. Die kann inzwischen, glaube ich, sogar gegen Computerprogramme sehr gut gewinnen. Normalerweise schaltet sich der Computer einfach aus, weil Mama sehr lange denkt. Sie hat sie mit moderner Technik jetzt viel mehr Kontakt. Sie kann viel besser WhatsAppen. Sie macht Selfies mit ihrer Katze. Also das hat sie alles durch Corona eigentlich gelernt. Ja. Und sie ist auch einkaufen gegangen. Ne? Sie war nicht ängstlich, ist nicht zu Hause geblieben. Nur wenn sie musste, aber so einkaufen. Ja, ja. Und sie hat diese leeren Regale erlebt und musste dann lächeln, weil auf einmal hatte sie dann, Sehnsucht würde ich sagen, das hat sie einfach an ihre Heimat. Zu Hause erinnert, an die Sowjetunion. Ja. Dieses fehlende Toilettenpapier, damit konnte man Sowjetmenschen natürlich nicht verunsichern. Ja. Sie wussten genau, welche Zeitung für den Toilettengang sich am besten eignet. Das war das, was hier in Deutschland als großes Drama empfunden wurde. Ja. Mein Sohn legte sich sogar aufs leere Regal damals in der Kaufhalle und machte Selfies, weil er sowas noch nie gesehen hat, ja. Jahrgang 99. Das war in der Sowjetunion Alltag eigentlich. Ich meine, das Gute ist, dass du ja, obwohl du keine Lesung gemacht hast, du hast gesagt, du hast gedreht und du hast ja auch geschrieben. Also du hast eben wirklich beobachtet, geschrieben. Es gab ja Leute, die haben so
gar nichts mehr gemacht, also waren wie betäubt eigentlich. Aber du warst recht aktiv. Das ist, ich glaube, dass ich habe ja nicht über Bakterien und nicht über Viren geschrieben. Dabei gab es so viele Experten, ne? In der Zeit. Ja. Sondern um Menschen. Ich glaube, dass diese Situation auch nachhaltig unsere Welt verändern wird. Vieles, was wir heute haben, gab es schon vor der Pandemie. Das Virus hat diese Veränderung nur beschleunigt. Mhm. Und das ist unglaublich interessant. Das, natürlich, um die Welt zu verstehen, muss ich diese Welt aufschreiben. Das ist meine Art, den Augenblick festzuhalten. Ja, und das ist auch deine große Kunst, eben diese Kleinigkeiten so zu bemerken, zu beschreiben und so fein danach ja auch wirklich im Buch festzuhalten. Du bist jetzt seit 30 Jahren in Deutschland, 31 Jahren, glaube ich schon, mittlerweile sogar mit deutschem Pass. Und damit bist du ja gar nicht alleine. Es gibt ja ganz viele Russen mittlerweile in Deutschland. Und viele haben erstaunlicherweise hier im Norden Heimat gefunden. Und zwar in der Nähe von Kloppenburg. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, in Mollbergen. Und da war passenderweise Andreas Moll für uns. Fast schon typisch Taiga, boreale Nadelwälder, Pferdezucht wie bei den Donkosaken, Sumpflandschaften wie in Sibirien. An diesem Spätsommertag im Kreis Kloppenburg bei Bürgermeister Vitali Bastian im malerischen Mollbergen. Er steht wie so viele hier für ein norddeutsch-russisches Lebensgefühl und gelungene Integration. Ich bin in Kasachstan geboren, bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, habe etliche Städte mittlerweile besuchen dürfen. Ich bin damals nach Friedland gekommen. Von Friedland sind wir nach Bremen, Teneva und dann sind wir langsam hier Richtung Heimat. Mehr als 9000 Menschen leben in der boomenden Gemeinde. 40% von ihnen haben deutsch-russische Wurzeln. Das heißt, die sind Heimkehrer, sind damals alle aus Kasachstan und Omsk und Russland wieder nach Deutschland zurückgekommen. Mittlerweile sind wir in der 4. Generation hier in Mollbergen. Und es ist wichtig, dass wir irgendwann mal uns auch als angekommen bezeichnen können. Eine angekommene Mollberger Familie ist die von Viktor Langlitz. Er kam vor 29 Jahren her. Seine Zimmerei gibt es seit 1997 und wird bald von den Söhnen übernommen. Wir sind sehr fleißig, morgens früh und abends spät. Ne? Wir haben keine 8 Stunden wie ein Büro oder wir arbeiten auch 15, 18 Stunden am Tag. Ne? Und wie man sieht, hier in die Siedlung haben wir auch so 27 Bauten gemacht. Ein Erfolgsrezept, das auch durch den Magen geht, mit deutschen und russischen Spezialitäten. Schaschlik machen wir noch und ja, vielleicht hier und da noch eine Gerichte von da hinten, aber sonst haben wir das Gleiche, was die Deutschen auch haben. Ne? Wir essen auch gerne Fleisch. Bisschen was trinken am Wochenende, Sauna gehen und sowas alles. Ne? Das mit den Jungs sich treffen. Aber das ist fast genau das Gleiche, wie die Deutschen das ja auch machen. Die Traditionen sind natürlich beibehalten. Ne? Und natürlich viele Deutsche halt dazugekommen. Wie das Spanferkel und alles andere auch. In der russischen Küche bauen viele Speisen auf 2 Hauptzutaten auf. Was hast du in deiner Tüte? Das sind Chibureke. Was ist das denn? Ja, das ist Mante, das ist Hackfleisch in Teig. Und was hast du dann noch? Ja, Mante. Ja, was ist das? Ja, das ist Hackfleisch in Teig. Und was hast du noch? Ja, Chibureke. Was ist das? Ja, das ist Hackfleisch in Teig. Ne? Also es ist viel Hackfleisch in Teig, aber es ist in verschiedene, sagen wir mal, Anrichteweisen. Deswegen ist es wichtig, dass man zum Beispiel auch diese kulturellen Sachen kennenlernt. Alles für Leib und Magen gibt's bei Alex im russischen Gemischtwarenladen. Der kulinarische Kern von Mollbergen seit 1999 für alle, die ein richtiges russisches Lebensgefühl mit nach Hause nehmen wollen. So wie Lena Laurenz, gebürtig aus Omsk. Ihr Einkauf, na klar. Teig mit Hackfleisch. Ja, was denn sonst? In den letzten 10 Jahren stieg die Einwohnerzahl von 7.500 auf 9.100. Mollbergen ist dank kinderreicher Familien eine der jüngsten Gemeinden Deutschlands. Zu ihr zählen kleine Bauernschaften voller Neubausiedlungen. In so einer lebt auch Lena Laurenz mit ihrem Mann und ihren Töchtern und pflegt die russische Kochkunst. Wenn die hochgeschwommen sind, dann 3 Minuten, dann sind die fertig. Teig mit Hackfleisch. Muss lecker sein.
In der Bezirksliga und der Abendsonne glänzt der Lieblingsfußballclub aller Mollberger. Die Spiele ein Ereignis, da darf auch der Bürgermeister nicht fehlen. Und die Bratwurst vom Fleischer vor Ort schmeckt nach Heimsieg. 4:0 siegt der SV Mollbergen an diesem Abend gegen Altenäute. Und das in Trikots so rot wie die der russischen Nationalmannschaft. Hackfleisch in Teig. Ist jetzt gerade schon das Wasser im Mund zusammengelaufen? Bist du auch so ein Hackfleisch-in-Teig-Fan? Nein, bin ich nicht. Aber ich bitte dich, die ganze Welt macht, also je größer das Land, umso größer die Teigtaschen. Eigentlich werden sie überall gemacht. Ja, wir haben Maultaschen, Ravioli. Die Italiener ist eigentlich auch ja, Hackfleisch-in-Teig. Alle machen Teigtaschen. Aber die Geschichte der Russlanddeutschen ist viel mehr als eine Geschichte der Teigtaschen. Ich war neulich im Museum in Detmold, in dem Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Das ist unglaubliches Abenteuer, das diese Menschen erlebt haben, über Generationen hinaus. Und natürlich in Norddeutschland ist das eine große Gruppe. Es sind drei Gruppen. Die sind von Norddeutschland damals, vor 300 Jahren. Dann von Schwaben und aus der Pfalz auf die Reise gegangen. Ja. Und so viele Jahre später sind sie zurückgekommen. Ja, in Berlin gibt es ja auch eine große russische Community. Und bist du in dieser russischen Community? Also hast du viele russische Freunde? Ja, ich habe viele russische Freunde, aber so eine, was ist eine Community? Meine Tochter arbeitet in einer russischen Bar, Moloko. Da sitzen ständig irgendwelche Russen, aber nicht Russen sitzen dort auch. Ja. Und deine Mutter, ist die sehr viel mit Russinnen zusammen oder guckt die russisches Fernsehen? Ja, sie ist grundsätzlich nur in der russischen Nachrichtenwelt beheimatet, Mama. Deswegen hat sie auch ganz andere Nachrichten als ich. Wenn wir uns treffen, dann tauschen wir uns aus. Mamas Nachrichten sind viel besser. Aus russischer Sicht? Ja, ja, ja. Da ist alles heile Welt, gibt's kein Corona, wo ist Greta? Und ihr seht, ja, Taliban hat kein Corona, warum müssen wir das haben? Das ist viel bessere Nachrichten, ja. Aber Mama macht ja auch Teigtaschen ab und zu, oder? Also sie kocht ja für dich. In deinem Buch schreibst du das, ja. In der Pandemie war Mama ganz wichtig. Hat ja, viel Mama gekocht hat für dich. Ja, Mama hat viel gekocht. Na, wir haben alle viel gekocht und viel gegessen. Das stimmt. Wie alle. Ja, denke ich. Ich glaube, 5,6 Kilo im Schnitt hat so der durchschnittliche Deutsche zugenommen. Du auch? Ja. Wieder abgenommen? Sollen wir das jetzt? Nein, ich hab geguckt, 5,6. Nein, ich habe nicht 5,6. Nee. Nicht sicher. Und selbst das, ich konnte ja Filme drehen, deswegen ich war ein bisschen schon aktiv. Ja, und du hast Musik gemacht, du hast eine Band gegründet. Das stimmt. Ja, die Kamina und die Antikörper. Ja. Mein Freund Juri, ein großartiger Musiker, Juri Gurje, hatte keine Auftritte mit seiner Band. Ja. Ich hatte auch viel Zeit, also haben wir uns zusammengetan. Zwei Sängerinnen machen noch mit, Anna Margolina und Katja Taschewa, eine Bulgarin und eine Weißrussin. Großartige Stimmen. Aber wir haben uns alle erst danach kennengelernt eigentlich, nachdem schon man wieder draußen sein konnte, sich draußen treffen konnte. Sein durfte, ja. Und die Videos machen deine Kinder oder die Söhne? Na, dieses Video haben wir sogar bei meinem Sohn in der Bude gedreht. Weil er hatte, dieses Lied habe ich für ihn geschrieben, Verlasse nicht den Raum. Er hatte ein Date, da hat er jemanden kennengelernt, natürlich im Internet, wo sonst, und wusste nicht, wo sie sich treffen können, weil du konntest nirgendwo hingehen. Ja. Kaffee trinken, Wald spazieren gehen, was mache ich? Und zu sich einladen ist ja blöd. Dann hat dieser jemand möglicherweise das Gefühl, jemand will ihn sofort in die Kiste bringen. So. Und ich habe Sebastian, meinem Sohn, versucht zu zeigen, was man alles so sonst in der Wohnung machen kann. Tango tanzen, mit dem Kühlschrank reden und so weiter. Und hat er dir nachher erzählt, ob er einen deiner Ratschläge befolgt hat und ob der erfolgreich war? Nein, hat er nicht. Aber irgendwann ging es dir ja auch auf den Keks, so dieses immer zu Hause sein, zwar ab und zu mal raus zum Drehen. Und dann bist du geflüchtet, mitten in der Pandemie nach Gran Canaria. Das war auch eine filmreife Szene. Der Strand an Gran Canaria, leer, ganz wenig Urlauber, also fast niemand. Nur schwedische Rentner saßen da, die dort ihren Lebensabend, besonders im Winter, gerne verbringen. Und frisch Geflüchtete, Ausgewanderte aus Afrika,
die gerade eine sehr lange und ermüdende Reise hinter sich hatten. Also Flüchtlinge, die mit dem Boot da ja, die Bootsflüchtlinge ja. saßen am Strand und der Schwede fragte einen, how are you? Der Mann sagte, meinst du das jetzt ernst? Fragst du mich wirklich, wie es mir geht? Sie saßen auf dem gleichen Sand, schauten auf die gleiche wunderschöne Wasserlandschaft, nur dass die einen eben ein Dach über dem Kopf hatten und keine Sorgen sich machen müssen, wo sie morgen sind. Und die anderen in einer ganz anderen Lebenssituation steckten. Ja. Aber du gehörtest auch zu den Ersten. Du warst ja auch Urlauber und bist nach Gran Canaria geflogen. Und war das gut? Also so konntest du dann Kopf frei kriegen von dem zu Hause? Ich habe überlegt, ob diese Urlaubsorte eine Chance haben, sich zu rehabilitieren, wieder zu normalen Wohn- und Lebensorten zu werden. Mhm. Wie sieht ein Urlaubsort aus, wenn Urlaub verboten ist? Darum ging es mir bei dieser Recherche. Aber natürlich war ich auch im Wasser, ich habe Fische gefüttert, ich habe auch Menschen geholfen. Komm. Aber irgendwann bist du dann wieder zurück nach Berlin und warst wieder mittendrin in der Pandemie und hast dann weitergeschrieben und hast ja auch so ein Corona-Lexikon gemacht, ne? Am Ende meines Buches, ja, ja. Gibt es auch das Corona-Wörterbuch. Ich war fasziniert, wie die Sprache das alles aufgenommen hat, vor allem diese deutsche bürokratische Sprache. Ja. Es war klar, es muss ja alles, die Deutschen kämpfen immer gegen Chaos. Sie wollen aus jedem Chaos eine Ordnung schaffen. Und manchmal entsteht aber daraus noch mehr Chaos. Und so war das mit dieser bürokratischen Sprache, die man überhaupt nicht mehr verstehen konnte. Ich wurde ja doch auch als Kontaktperson des zweiten Grades einmal aus dem Verkehr gezogen und musste diese ganzen Verordnungen, sehr interessante Verordnungen, also etwas genauer studieren. Mhm. Und all diese Worte, die wir gelernt haben, ne? Von den Inzidenzen und ja. Bewegungsradius. Oder auch Homeoffice ist völlig eingedeutscht. Homeoffice war wichtig. Anwesenheitsdokumentation. Die Berliner hatten Anwesenheitsdokumentation. Du solltest dokumentieren, wann, mit wem du was gemacht hast. Mhm. Also eigentlich das, was ich mache. Mhm. Bewegungsradius war auch sehr wichtig, wo man sich hinbewegen darf und wohin nicht. Was hatten? Na ja, Bundesnotbremse ist auch ein wunderbares Wort. Vor 2 oder 3 Jahren würde, glaube ich, niemand in diesem Land könnte niemand erklären, was eine Bundesnotbremse sein kann. Aber jetzt wissen wir es. Ja, oder auch Epidemiologe, das kannten wir vorher auch nicht, was die machen. Pneumologen, ja. Virologen. Warst du eigentlich Team Drosten oder Team Lauterbach? Also, das ist wirklich eine Frage. Okay, dann also, überleg doch Drosten mal. Wurde mir als ein, ja. Das war kein Mensch mehr, sondern tatsächlich eine Lebenseinstellung. Eine ganze Welt steckt dahinter. Aber Lauterbach eigentlich alles. Der ist ja inzwischen jetzt auch umgestiegen. Quasi im Flug hat er sich umgezogen zu einem Ökologie-Experten. Der sagt, egal was wir machen, die nächsten 80 Jahre sind im Arsch. Oh Gott, und der will eventuell Gesundheitsminister werden im Team Olaf. Du überlegst, ich merke, da rattert was. Entschuldigung. Nee, ich mach mal einfach weiter. Ich wusste nicht, ob da noch was kommt. Ist gut. Zieh, weißt du, was du ziehst? Wir sind apropos Balkon ja auch auf den Balkon gegangen, weil da haben wir während der Pandemie die meiste Zeit verbracht. Du auch, ne? Ja. Also, du musst dich konzentrieren. Ich merke, du bist nicht Multitasking. Wir müssen spielen, trinken und reden. Das könnt ihr Russen doch, oder nicht? Also sind wir schon auf Sendung jetzt? Ja, wir sind auf Sendung. Okay, ja, gut. Okay, also... Dein Balkon. Na zdrowie. Zdrowie. Будем. Dein Balkon zu Hause in Berlin, ist der größer oder auch so ein kleines Ding? Ich schenke dir noch einen. Etwas kleiner. Kleiner? Ja. Und da wart ihr dann die ganze Familie immer drauf und habt euch abgewechselt? Nein, meine Mutter hat noch einen Balkon. Ah, die wohnt im Haus, ne? Die wohnt ja 2 Stockwerke über uns. Meine Nachbarn hatten Kunst auf dem Balkon gemacht. Überhaupt, das erste Teil meiner Corona-Trilogie heißt ja Deutschland raucht auf dem Balkon. Dieser Titel war auf erste Lockdown-Zeit, glaube ich, zurückzuführen. Damals kamen im Fernsehen ständig Bilder aus Italien. Ja. Weißt du noch, Italiener? Ja.
standen auf Balkonen und klatschten jedes Mal, wenn eine Polizeistreife oder ein Krankenwagen vorbeifuhren, um ihre Solidarität für die Sicherheitsdienste zu zeigen. Die haben auch gesungen. Die haben gesungen. Mhm. Und meine Nachbarn in Berlin, sie wollten auch wie die Italiener sein. Stundenlang standen wir auf den Balkonen, keine Sau fuhr vorbei. Nicht mal ein Fahrrad. Die Stadt war wie ausgestorben. In Berlin war nichts los. Ich habe diese Stadt so leer noch nie gesehen. Und dann haben angefangen, die Menschen einfach so zu klatschen. Ja. In den grauen Berliner Himmel hinein. Um ein, weiß nicht, ein, um die Aufmerksamkeit Gottes auf sich zu lenken. Um zu sagen, hallo, wir sind auch noch da. Sag, was sollen wir tun? Kam nichts. So. Schachspiel zum Beispiel, das hast du gemacht, ne? Schachspiel kam, glaube ich, durch diese Fernsehserie und die Netflix-Serie, die alle gesehen haben. Das Damen-Gambit. Ja, ja. Ah, die war super. Alle gesehen. Super, wo die immer dann an der von Decke Mama gezogen. Bis zur Katze. Ja. Haben wir uns alle gesehen und haben alle angefangen, haben Lust bekommen, Schach zu spielen. Wurden alle Schachgroßmeister. Aber du spielst nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen jetzt. Ja, aber ich habe so eine ganz simple Eröffnung. Kennst du? Ich habe bei meinem Papa gelernt. Wo hast du gelernt, Schach? Ja, meine Eltern haben mir das beigebracht. Ja. Papa und Mama spielten immer gegeneinander. Mhm. Papa wollte immer gewinnen und Mama wollte, dass er nicht gewinnt. Ja, das war die Stellung. Ja, und das spielt ihr immer noch? Oder hast du jetzt wieder aufgehört nach der Pandemie, jetzt wo wir da raus dürfen ins Restaurant? Nee, eigentlich hatte ich heute eine Verabredung mit meinem Sohn. Aber ich wusste nicht genau, wann ich wieder zu Hause bin. Okay, du, wenn wir uns beeilen, müssen wir die Partie zu Ende machen nach der Sendung auf jeden Fall. Ich zähle mal darüber. Aber du bist ja zwischendurch auch von deinem kleinen Balkon aufs Land. Oh, das war natürlich ein schlechter Move. Das passiert, wenn man redet, trinkt und Prost. Da muss ich einen drauf kippen. Du bist ja manchmal auch aus dieser Enge des Balkons, wo du ja permanent Nachbarn beobachtet hast und andere Sachen, die nicht auf der Straße passiert sind, nach Brandenburg geflüchtet, ne? In die Datsche. In Brandenburg gab es ja kein Corona sehr lange. Da leben Menschen schon immer auf einem gesunden 20 Meter Abstand zueinander. Viele Gesetze, die für ganz Deutschland verabschiedet wurden, fanden die Brandenburger auch lächerlich. Zum Beispiel diese Ausgangssperre nach 22 Uhr. Für Brandenburg? Wohin? Also niemand kommt auf die Idee, nach 22 Uhr irgendwo aufs Maisfeld zu laufen, um Wildschweine zu grüßen. Das war natürlich Quatsch. Genauso wie unsere... Na doch, ne, die Kneipen haben reagiert. Mein Café hat sofort so ein Schild aufgestellt. Nicht mehr als zwei Personen durften den Laden betreten. Ich bin seit 12 Jahren in dieser Gegend in Ostprignitz. Noch nie habe ich in diesem Laden mehr als zwei Personen gesehen. Wobei die eine Person ich selbst war und die andere der Wirt. Wo soll diese dritte Person herkommen? Aber was jetzt passiert, das ist interessant. Die Menschen erobern ihre sozialen Räume wieder. Mhm. Noch nie waren so viele auf der Straße in Berlin. Auch in Hamburg. An der Ostsee habe ich jetzt einen Film über Musik gedreht. Wie klingt Deutschland? Ja. Mit einem Landesposaunenwart von Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Das gibt's. Noch nie waren so viele Menschen dort. Und Brandenburg auch. Ja, das ist ein ganz unter Leuten über Menschen, alle wollen nach Brandenburg. Das haben wir schon gelesen bei Juli C. Dass es sehr beliebt ist nach Brandenburg. Ja, aber Juli C. hat darüber geschrieben, da war bei uns noch wenig los. Ja. Aber jetzt, ich gehe aus dem Haus und ich sehe irgendwo am Horizont Menschen. Und die könnten auch in deinem Café landen. Pass mal auf, da sind nicht drei statt nur zwei mit dir. Aber weil du gerade gesagt hast, diese Entdeckungstour, dass du gerade gedreht hast, auch in der Ostsee, du bist ein ganz Neugieriger und bist viel unterwegs. Und das machst du jetzt schon seit einiger Zeit auch für Dreisat, dass du wirklich dir Orte anschaust. Da gibt es jetzt 9 Folgen, glaube ich, wo ihr auf der Suche nach Heimat seid. Und aktuell die Folge, die auch noch in der Mediathek ist, da bist du in Neuschwanstein. Also Deutschland ist ja nicht. Ich durfte tatsächlich allein durch dieses Schloss, durch die Gemächer des Königs spazieren. Kein Mensch war da. Es war schon eine herausragende, sehr abenteuerliche Führung. Ja, weil normalerweise sind da Millionen. Aber es lag eben auch an der Pandemie, dass jetzt und kein Mensch da war. Sie kommen sehr bald wieder. Als wir rauskamen aus dem Souvenirkiosk,
von diesem Mensch. Der noch nie seit 40 Jahren im Schloss war. Ja, ja. Wahnsinn. Der durfte ja schon aufmachen. Da sind ja so die Wurstbude hatte auf, Eisbude und Souvenirkiosk. Aber das Schloss hatte noch zu. Wir gehen da raus und ich sah eine echte Gruppe japanischer Touristen. Wien in früheren Zeiten mit einer kleinen Fahne und Fotoapparaten. Also wir wussten natürlich nicht, ob das die echten jetzt aus Japan waren oder ausgeliehene aus Düsseldorf oder so. Vielleicht waren das gar keine Touristen, sondern Virologen im Austausch. Aber alle starrten diese Menschen wie gebannt so an, dachten, jetzt geht's wieder los. Vladimir, früher ist das neue Jetzt. Du gehst ja auch wieder auf Lesungen und man kann dich auch wieder erleben. Von daher, Konzerte finden statt, Theater, Bühnen sind auf. Toi, 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 hoffen wir, dass es so bleibt. Und ich kann allen nur empfehlen, dein Buch zu lesen, weil das ist wirklich toll, wie du diese Pandemie, die wir alle erlebt haben, nochmal so beschreibst. Dankeschön dafür, sehr unterhaltsam. Morgen kommt die mehrfach ausgezeichnete wunderbare Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide. Freuen wir uns auch sehr drauf und auch wenn Sie dabei sind. Na zdrowie, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.